Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, wir fahren Richtung afghanische Grenze bei brütender Hitze, wo wir dann auch einen Teil der Varyastan-Gruppe treffen werden. Wir werden dann gemeinsam weiterfahren an der Grenze Afghanistan-Tadschikistan am Fluss entlang über sehr, sehr anspruchsvolle Pisten teilweise und werden da unser Abenteuer erleben. Ja, ich nehme euch da mit und ich hoffe, es macht euch Spaß. So, ich bin jetzt bei einer Registration. Ich muss mich registrieren und dann muss ich dann das Permit, also die Erlaubnis für den Pamir haben und eben, dass ich mich hier aufenthalte. All diesen Papierkram macht jemand hier in einem Hostel und mit einem wunderbaren Ausblick hier, 17. Stock, ja. Heute fahren wir von Dushanbe bis an die afghanische Grenze. Das sind über 200 Kilometer und Gebirge. Ja, zusätzlich, wenn es hoch und runter geht bei diesen Temperaturen, vor allem wenn es hoch geht, wird der Mario richtig heiß. Der geht in den Anfang vom Roten, da muss ich sogar die Heizung anstellen. Und wir schwitzen uns da zu Tode, weil wir keine Klima vorne haben. Aber besser, als dass der Motor überhitzt. Und heute sollten wir dann auch endlich die anderen treffen. Die kochen schon mal vor. Bis wir da sind, wird es dann schon gegen Abend sein. Ja, gibt Autos, aber der Esel als Transportmittel ist immer noch aktuell hier. Im Moment ist es 37,5 Grad draußen. Es ist eine Wahnsinnshitze, jetzt haben wir zugemacht. Und die Klima von uns läuft hinten mit Lüften. Dieses kleine Lüfterlein und die Klima da hinten. Noch 100 Kilometer in dieser Wahnsinnshitze, 39 Grad. Zack, Knall, es zischt und wir wussten jetzt nicht, was das ist. Ein Luftdruckschlauch ist undicht oder abgestürzt. Luftdruckschlauch hat ein Loch. So, was war das Problem? Die Luftschläuche, schlechte Qualität von der Luftfeder. Die vertragen die Wärme nicht. Und der hatte dann ein Loch gekriegt. Naja, gibt Schlimmeres. Der Schreck ist erstmal da gewesen. Aber ist gut. Hier gibt es die erste Kontrolle für den Pamir Highway. Hier, this is the plate. Aber wir behalten jetzt, oder? Bill hat gerade vorhin geschrieben, wo wir denn sind. Ah ja, wir sind gleich da. Habe ich dann geschrieben. Ah. Jetzt kommt, der hat gesagt, jetzt kommt der Checkpoint und dann kommt eine wunderschöne rote Landschaft. Ah ja. Okay, das war der Checkpoint. Und wir dürfen passieren. Nein, wir haben Bewilligungen haben. Und jetzt noch 25 Kilometer bis zum Ziel. Die Bewilligung hat er gar nicht sehen wollen. Wir uns auf 2000 Meter, da oben ist alles schön grün, unten war ja alles braun und eine riesen Hitze unten, wir hatten bis 40 Grad und jetzt sind wir irgendwo bei ja, 30 Grad, das ist so gerade so angenehm. Wir werden vermutlich bei 25 dann frieren. Rote Berge hat es hier. Schöne Landschaft.
schönste Landschaft in diesem Land, wegen diesen schönen roten Steinen. Da gab es einen Erdrutsch in der Vergangenheit. Da ist die ganze Wand runtergekommen. Da geht es richtig runter. Also die haben eine super neue Straße gemacht, aber nicht hanggesichert, weil überall kommt der ganze Hang runter. Wow, da geht es hoch. Jetzt schauen wir mal zu Afghanistan rüber da. Wir fahren nämlich nahe an der Grenze. Und da ist der Fluss. Da vorne treffen wir dann Christian und Sibylle von Benny Goes Overland und noch jemand. Ja, und eben wie schon gesagt von Sandra, da drüben ist Afghanistan. Erster Blick quasi nach Afghanistan vom Vario aus. Der Fluss trennt diese zwei Länder. Das ist ein Drohnenflieger. So, da kommen jetzt Sandra und René von Womo Adventure. Haben sie auch geschafft. Hi. Hallo. Ja, jetzt steige ich erst mal aus und sage Hallo. Hallo. Hallo, ein gutes Jahr später, hä? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das, ja? Gleich wieder erkannt, hä? Ja, logisch. Ja, der Pacho hat mit dem Produkt geschlafen. Ja, super. Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja, mit dem Pass, weißt du, Temperatur ist schon hoch. Nee, weil es schaut doch cool aus. Hat genau getönt wie den Bereichen. Ja, da seid ihr ja wieder, wart ihr in Afghanistan, hä? Ja, sowas, hä? Nach einem guten Abendessen und einer ruhigen Nacht geht es dann am nächsten Morgen weiter. Fährt man mit 80 auf der Straße, Topstraße, und dann plötzlich kommt das her. Da ist ja richtig Material runtergekommen. In Kisht, seht ihr mal den Fluss. Er ist richtig groß, breit. Da drüben ist Afghanistan und diese Insel gehört vermutlich niemandem. Der Fluss trägt den Namen Panj und trennt Tadschikistan von Afghanistan. Militär, die haben Schießübungen gemacht direkt an der Straße. Sicher 50 Mann, tadschikistanische Seite. Rechts ein Dorf in Afghanistan. Sind auch nur Menschen, die leben. Ja, das ist schon ein besonderes Gefühl, hier so nah in einem anderen Land zu fahren. Und wenn das auch noch Afghanistan ist, über das so viel in den Medien gesprochen wurde, dann ist das schon besonders speziell. Und jetzt sind wir hier direkt an der Grenze und können hinübersehen. Wir sind eigentlich die Einzigen auf der Straße.
schnell gefragt, ob er was braucht. Straße weg, ne? Ja, dieses Bild tut sich immer wieder auf. Immer wieder mal so ein Erdrutsch. Aber das ist natürlich länger her, zum Glück. Sonst müssen die hier die Schaufel nehmen. Ja, Militär hat es auch überall. Tadschikische Seite, da wird gut bewacht. Ein Bulldozer steht, da ist auch wieder eine, wie sagt man, Steinlawine runter. Aber der Bulldozer hat nicht gute Arbeit geleistet. Diese Beule hier ist immer noch da. Ey. Da oben schaufeln sie mit der Hand. Ich glaube, die suchen Gold. Ich weiß nicht, statt zu arbeiten. Da kommen wir in einen neuen Bezirk. Davos. Davos. Wasserfall, am liebsten würde ich drunter fahren, geht leider nicht. Da sind auch Kälber, ah, schön angenehm. Nochmal ein Blick nach Afghanistan zu den Menschen und den Dörfern. Ja, so reisen sie drüben in Afghanistan entlang ganz schmaler Straßen und das geht da wirklich maximal mit dem Pickup. Eine Kontrolle. Gibson. Die müssen nur schmales von Hand draufschreiben. Kontrollschild. Das fehlt noch. Die schöne Seite von Afghanistan. Wunderschön sieht's aus. Beachte die grünen Berge da oben. Also ihr braucht keine Verkehrsbegrenzungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, denn hier hat es Kühe. Jetzt geht es gerade mal nicht so schnell weiter. Ihr seid aber süß, hä? Mann, ich habe die tolle Freiheit hier, das ist doch stark. Also wir tanken Wasser unterwegs, so oft gibt es nicht die Wasserstellen, aber so ist die Konstruktion jetzt mit der Pumpe, wenn es nur fließend Wasser gibt. Ja, wir wollen zum Schlafplatz, das ist jetzt ein bisschen Offroad, aber da fließt uns direkt das Wasser vor die Haustür. Kaum sind wir angekommen am Übernachtungsplatz, haben wir schon Kuhbesuch. Angie meint wieder, sie hätte einen Job, Kühe vertreiben. Ein toller Fluss hier. Das ist wohl die Aussicht am Übernachtungsplatz. So langsam hat sich die Varyostan-Truppe eingefunden. Wir sind unterdessen 5 Fahrzeuge genau. Die anderen stehen da auf der Piste weiter hinten. Ja, und dann geht es los auf das Pamir-Abenteuer mit schlechten Pisten. Früh
Morgenspaziergang am Fluss und es ist einfach schön, wie natürlich hier alle Flüsse fließen. Hallo Kiki! Komm mal her! Der Fluss. So viel Wasser, das ist Lebensader hier. Immer wenn ich den René am Vario rumschrauben sehe, kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich schraube nie an meinem Vario rum. Der läuft trotzdem. Was mache ich falsch? Du hast keine Luft, die rinnt. Ach so, okay. Kleine Luftdruckverlust. Dieses komische Ding da macht gerade nämlich Probleme. Jetzt geht's los da, unsere Tour in den Pamir. Wenn wir hier so durch ein Dorf fahren, sieht das aus wie so eine Invasion. Irgendwie krass. Ja, es geht los mit Pistenfahrt. Über 1000 Kilometer. Uiuiui. Also der erste Teil der Strecke ist ja hier noch ganz goldig und auch sehr breit, denn hier bauen die Chinesen fleißig. Sie wollen die Seitenstraße ja wieder beleben. Und deswegen gibt es hier so breite Autobahnen fast. Ja, ich bin hinter dir. Und uns verfolgt weiter der Punch. Wir fahren entlang der Grenze, hier aber Bennigos Oberland vorbei. Chinesen sind überall hier zu sichten, am Bergabbau, Bergwerk, hier Tunnel, leider noch nicht offen. Keine Ahnung, wo die hinterführt, vermutlich einfach durch diesen Berg. Ab und zu ist die Piste perfekt, schön flach, da kann man Gas geben. Und jetzt gerade wieder nicht so, aber es ist okay. Ja, uns wurde im Vorfeld gesagt, dass häufig man stehen muss an diesen Baustellen, weil die dann sperren. Heute ist allerdings Feiertag. Es ist Eid el-Adha, das Opferfest. Die Menschen haben 3 Tage Feiertag und deswegen haben wir heute wohl keine Baustellentätigkeiten, was in dem Fall unser Glück ist, denn wir kommen schneller durch. Also, das ist hier alte Straße, da wird auch nicht neu gebaut, das ist die Umfahrung. Das ist so ein richtig Original, wie wir uns das eigentlich auch vorstellen. Also da kann man dann auch nicht motzen, wenn die Straße scheiße ist. Ab und zu wird es eng, da hat die Sandra Angst. Wenn du voll auf die Löcher zu sie fährst. Sie muss ja auch runterschauen. Ich habe den Abgrund hier auf meiner Seite. Ja, schwimmen kannst du ja, oder? Ja, super. Das ist nicht so leicht da unten. Das hat ganz schön Strömung. So, wir machen eine kurze Pause. 2 sind schon vorausgefahren an diesem wunderschönen See. Ja, Afghanistan, da drüben freut mich. Ein paar Menschen. Beton, das sind alles gefüllt mit Beton. Was ist das gut? Meinten ja doch. Was will der da durch? Der andere, der schüttelt doch da jetzt irgendwie noch Zeug rein, oder?
Ich glaube, die schütten erst mal zu dann und dann kann man gleich hier runterfahren. Also der René, der fährt da durch, weil der kennt natürlich seinen Wagen. Aber der weiß, dass das auch geht. Sieht zwar wild aus, aber funktioniert gut. So, jetzt hoffe ich, macht der Platz und ich hoffe, ich komme da hoch. Ja, die Chinesen bauen hier, ne, fleißig. Man hört hier Chinesisch. Ah, wir können nicht zurück, der Federspeicher ist leer. Wir sitzen hinten auf mit dem Reifen und der hat den Federspeicher geklärt. Da unten ist der Reservereifen dran, ja. Den hat es mir jetzt noch vor dann. Oh. Und da ist, tja, der hat es mir jetzt noch vor dann. Und da vorne ist der Luftkessel, gell? Ja. Und der Luftkessel hat jetzt dann Luft abgelassen. Oh, Scheiße. Und ich kann jetzt auch nicht aufpumpen, weil das offen ist, ne? Der Reservereifen kehrt ein Stück zurück. Wir müssen unten das weggraben. Der Reservereifen ein Stück zurück. Dann kann ich wieder aufpumpen. Scheiße. Ja, und hat er den Schlauch abgerissen? Nein, nein. Der Reifen ist ein Stück noch vor und hat auf das Ventil vom gedrückt. Drückt drauf. Ah, okay. Der Reifen kehrt ein Stück zurück. Ja, der drückt jetzt immer noch drauf. Ja, der drückt drauf. Okay. Jetzt ist natürlich die Luft draußen, ne? Und der Federspeicher ist eingelassen. Ja. Jetzt muss der Reifen ein Stück zurück. Ja, okay, Schaufel, hä? Jetzt muss der Reifen ein Stück zurück. Ich habe jetzt das Ventil von der Druckluft freigeschnitten. Jetzt kann ich wieder Druckluft drauf geben auf die Bremse, weil die Handbremse hat blockiert, weil das Ventil offen war. Da hat einer einen anderen hochgeschleppt. Ich hoffe, der fährt dann weg. Die anderen fahren nicht hoch. Die warten, bis die Straße gemacht ist. Die kommen dann in 2 Wochen nach vielleicht. Oder in 2 Stunden, ich weiß es nicht. Der eine LKW hat den anderen hier hochgezogen. Der kam von alleine nicht hoch. Also, sie arbeiten doch heute ein bisschen an der Baustelle. Aber wir sind durch. Soll ich mal nach an den Rand fahren, damit du da runter gucken kannst? Ja, genau. Ich sehe genug drin. Du brauchst nicht noch mehr. Noch hält die Straße. Oh. Im Gegensatz zu diesem rauen Weg hier. Ja, da geht es dann richtig runter rechts. Thank you.
Mauer mal anders gebaut mit einem Bus. Das ist schon der Meister. Weil du hier schon lange ich bist. Du hast mein T-Shirt. Ich habe es dir gegeben. Ja, das ist ja eben. Ja, wo ist dein blaues? Das ist schmutzig. Mit dem habe ich gearbeitet. Nichts mehr. Fisch, Fisch. Nur Pulver auf der Straße. Der uns überholt, ist unser eigener Pulver. Wir fahren zu langsam, eindeutig. Sie bleiben eben jetzt gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Fisch ist da. Ich sehe nichts mehr. Jetzt hoffen wir, dass uns der Staub nicht wieder überholt, weil vorher war er in der Kabine und das ist sehr unangenehm. Und wenn du zumachst, dann verschwitze ich dich zu Tode. Jetzt hat es ein bisschen mehr Weite, wieder grün und Menschen, die hier leben, Militär auch. Der fährt ein paar Mir rückwärts, nicht schlecht. Nein, es war zu eng. Jetzt nähern wir uns dem heutigen Etappenziel von heute in dieser wunderschönen Gegend da. Leider ist da drüben Afghanistan, da hätte es Platz. Gibt es einen Zettel? Kontrollschild aufgeschrieben? Nein. Ja. Hä? Josef, come please. Okay. Der Blick hinüber nach Afghanistan zeigt eine Landschaft wie ein Garten Eden. Das sieht einfach wunderschön aus. Ihr seid 300 Meter entfernt von mir, gleich unter mir.
Jetzt müsst ihr einfach da die Piste jetzt gerade hochfahren. Jetzt geht es dann da links weg. Und ich bin genau vor euch, einfach oberhalb. Sollen wir den linken Weg der Piste nehmen oder den rechten? Den rechten. Das ist jetzt die steilste Stelle, nachher ist es normal. Okay, krabbeln tut er eh gut, unser Dicker. Ja, der packt das locker. Sperren braucht ihr jetzt nicht mehr. Die letzten Trudel ein. Das ist der Cherry. So, der vierte Mario. Morgen, wir fahren weiter weg, gesperrte Straße, hier durch, ein bisschen steiler als üblich. Hier einfach auf der Falllinie bleiben. Geht es erstmal nicht weiter wegen Baustelle. Ja, jetzt geht es erstmal nicht weiter. Früher aufstehen. Straße komplett zu, die haben da gesprengt und das dauert länger wie eine Stunde, schätze ich. Jetzt geht's dann weiter, noch ein paar Obelix-Steine weg und dann geht's ab. Ja, jetzt ist über eine Stunde, ja nu. Es ist frei, es geht weiter. Der Bagger muss noch Steine wegräumen da vorne, deswegen können wir zuerst fahren. Ich bin der Zweite, der durchkommt, plus zwei Motorradfahrer. Ich planiere mal. Es gibt sogar eine Rettungsgasse, wir können durchfahren. Ja, man sagt, der Pamir Highway ist dieses Jahr schwieriger zu befahren, wegen all diesen Baustellen und auch wegen ziemlich viel Wassermassen. Mal schauen, was uns alles noch erwartet.
sind in Kalot angekommen und es braut sich ein Gewitter zusammen. Hier wollen wir essen gehen und dann je nachdem, wie das Wetter ist, Schutz suchen. Der Staub kommt vom Wind, nicht von den Autos. Jetzt gehen wir mal Tadschikis essen, völlig abgelegen. Sehr schön. Und hinten raus ist ein Wasserfall. Deswegen heißt das Restaurant auch so. Der Fluss wurde zu einem See. Wunderschön. A charity rider ist mit dem Mechaniker. Begleitfahrzeug. Es hat angefangen zu regnen. Morgen, wir sind weiter unterwegs, aber die Straßen sind mehr schlecht als recht. Man kommt fast wie vorwärts, also heute gilt es mal 60 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 13 Kilometer pro Stunde kann das ganz schön dauern. Glaub's ja nicht. Wow, eine neue Straße, wir dachten eine Fata Morgana. Aber die ist echt, hey! Wow! Schauen wir mal, wie lang sie bei wird. Ich glaube, die ist nicht so lang. Wir überqueren jetzt hier mal den River, das sieht ja speziell aus. Straßen sind deutlich besser geworden. Der Wasim, den wir immer mal wieder treffen, mit seinem großen Aufbau. Ja, hier machen wir mal einen Schnitt. Im nächsten wieder geht es dann richtig in die Höhe, nämlich den richtigen Pamir hoch. Die Nordstrecke werden wir zusammen zu dritt, so wie es aussieht, befahren. Und da nehme ich dann euch mit. Ja, schön wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch und bis bald wieder. Bis bald.